Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Videotutorial zu 7 Days to Die. Heute geht es um den Anbau von Pflanzen, das sogenannte Farming. Und ich habe hier schon mal was für euch vorbereitet. Ihr seht hier drei Beete, die alle schon schön bunt sind. Man kann schon ernten. Alles toll. So, wie ihr da hinkommt, erkläre ich euch jetzt. Zuerst braucht ihr die Gartenhacke, die ich hier schon ausgerüstet habe. Die könnt ihr entweder selber bauen oder ihr findet die halt sehr häufig, wirklich sehr häufig, in den alten Sedans, in den alten Autos, als Loot. So, dann braucht ihr den Boden, den richtigen fruchtbaren Boden. Das ist, wenn wir mal auf die Karte gucken, hauptsächlich Waldgebiet. Der Pine Forest und der normale Forest und auch oben links die Plains, die Ebene. Die sind alle brauchbar für den Anbau und alle anderen Biome kann man eigentlich vergessen, da man den Boden nicht wirklich bearbeiten kann. Ja, das ist auch der Unterschied zu zu den alten Alphas. In Alpha 16 könnt ihr überall die Pflanzen reinhauen und die wachsen auch, also fast überall, nur bekommt ihr da eine Pflanze raus. Eine einzige. Eine Juckerfrucht hier, wie in dem Beispiel, bei unbearbeitetem Boden. Das würde bedeuten, ihr könnt aus dieser einen Frucht, die ihr bekommt, einen neuen Samen machen. Das bringt euch gar nichts, weil ihr könnt nichts herstellen. Also müsst ihr mit der Gartenhacke losziehen und den Boden bearbeiten. Und das sieht dann so aus. Der hier ist schon bearbeitet. Ich zeige euch das jetzt mal. Einfach mal Rechtsklick drauf machen. Und zack, ist der Boden bearbeitet. Der Vorteil ist, hier seht ihr auch schon den Unterschied. Vorteil ist, ihr bekommt die doppelte Ausbeute. Damit könnt ihr neuen Samen herstellen und ihr könnt dann auch, wie hier für Goldenrod, den Goldrutentee oder halt hier im Hintergrund sind Heidelbeeren, könnt ihr den Blaubeerkuchen machen. Alles, was das Herz begehrt. So, und die nächste Steigerung bei der Bearbeitung vom Boden ist ja der Einsatz von Dünger. Dünger herzustellen, hier sieht man schon diese weißen Flecken, das sind dann gedüngte Felder. Wenn ich hier mal draufklicke, sieht super aus, bringt die höchste Ausbeute, zum Beispiel 4 Goldruten pro Pflanze, das ist super. Ja, den Dünger herzustellen ist aber gar nicht so einfach. Dann gehen wir mal ins Crafting-Menü. Hier habe ich schon nach Fert gesucht für Fertilizer, weil nach Dünger suchen bringt nichts. Die Suche mag hier den deutschen Begriff nicht, weil der noch nicht übersetzt wurde. Aber der Fertilizer, ihr seht hier schon, ihr könnt drei verschiedene Fertilizer herstellen. Das ist eigentlich immer derselbe, nur das wäre hier der erste am Lagerfeuer. Da braucht ihr zweimal menschliche Scheiße, ja, heißt wirklich so, und findet ihr in Toiletten. Aber ist wirklich sehr, sehr selten. Und Nitratpulver für alle Bergbauer unter euch gibt es halt unter der Erde. Am Chemietisch wird es dann schon ein bisschen günstiger. Dafür muss man aber da erstmal hinkommen, um den bauen zu können. Und beim Betonmischer, da ist es am besten, weil verrottetes Fleisch statt Scheiße bekommt ihr in Massen, wenn ihr Zombies zerschnetzelt mit einem Messer. Oder halt der Machete, wie ich sie hier habe. Ja, die Herstellungszeiten, die sind hier zwar auch schon hoch, aber ich habe durch Skills die schon gesenkt. Dünger braucht ewig. Also wenn ihr 20 Dünger machen wollt, braucht ihr schon knappe 4 Stunden. Also ist das was für die Zukunft. So nach und nach Dünger herstellen. So. Ja, und als drittes braucht ihr natürlich Samen. Den Samen bekommt ihr überall durch Zufall. Ihr könnt den aus Zombie-Loot bekommen, ihr könnt den in Küchenschränken finden, wo auch immer, selbst in Müllsäcken finden sich ab und zu mal Samen. Aber für eine langfristige Nahrungsversorgung würde ich eher selber Samen herstellen. Die wichtigsten sind dabei Mais, Heidelbeeren und Kartoffeln. Kartoffeln findet ihr wirklich nur als Loot. Da muss man dann halt die erste Pflanze finden und daraus halt immer wieder neue Samen, neue Pflanzen, neue Samen, dass man immer mehr Pflanzen hat, bis es dann mal klappt, bis es dann genug sind. Bei Mais und Heidelbeeren, da könnt ihr, wenn ihr nicht gerade die Random Maps spielt, auf Naviskan, könnt ihr auf der Karte, hier seht ihr schon, ich bin auf dem Maisfeld.
Hier gibt es unglaublich viel Mais. Da solltet ihr nie wieder Maisprobleme haben. Und Heidelbeeren gibt es hier unten. Mache ich mal einen Punkt hin. An dem rechten oberen Haus. Da findet ihr Heidelbeeren. Aus denen könnt ihr dann Samen machen, die in behandelten Boden einpflanzen und immer so weiter, bis ihr genügend habt und eure Vorräte aufstocken könnt. Zu den Pflanzzeiten, die Wachstumszeiten, das ist bei fast allen Pflanzen gleich. Alle brauchen 2 Stunden Echtzeit. Also auch wenn ihr die Zeit vorspulen würdet über die Konsole, das interessiert das Spiel gar nicht. Ihr müsst 2 Stunden warten, bis die Pflanzen ausgewachsen sind. Ausnahme ist hier der Pilz. Da sieht man einen Pilz, der wächst sehr unterschiedlich und braucht meiner Einschätzung nach so 3 bis 4 Stunden. Manchmal auch 5. Da müsst ihr halt einfach warten. Die Besonderheit beim Pilz ist auch, dass der auch unterirdisch ohne Licht auskommt. Alle anderen Pflanzen brauchen Licht. Ob ihr da nur unterirdisch einen Lichtschacht setzt, damit die benachbarten Blöcke mit Licht durchflutet werden, oder ihr macht es halt oberirdisch, das ist ganz euch überlassen. Ich mache meine Beete gerne auf Dächern, auf dem Dach meiner Festung, weil da sind sie sicher. Mittlerweile sind durchlaufende Zombies nicht mehr tödlich für die Pflanzen. Die können ja munter durchlaufen, aber mit späteren Updates sollen die NPCs, die Banditen kommen. Und die werden uns dann wahrscheinlich die Pflanzen stibitzen. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Eigentlich ganz simpel. Ihr nehmt eure Gartenhacke, macht auf den Boden Rechtsklick, zack, bearbeitet ihn, haut den Samen rein und wartet. Den Samen natürlich mit Rechtsklick. Hier den Rahmen seht ihr so schön in weiß. Wenn ihr euren Gebietsschutzblock, diesen Landclaim-Block gesetzt habt, dann ist dieser Rahmen übrigens grün. Und zack, mit Rechtsklick pflanzt ihr und pflanzt ihr und pflanzt ihr. Ganz einfach, ihr braucht auch kein Wasser mehr, wie damals, noch in Alpha 10 zum Beispiel. Das ist total simpel. Ja, das war's auch schon. Kurz und knapp. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zombie-Schnetzeln. Bis dann!